Der muss dann immer wieder seine 4 Kilo in die Luft bringen. Und wenn Sie ihn gleich mal in der Nähe haben, schauen Sie mal oben auf den Schnabel. Da sind so zwei Löcher. Die sind gar nicht zum Riechen da, sondern er fängt jetzt langsam über diese Nasenlöcher an zu schlüpfen und daher auch die Tropfen am Schnabelrand. In den 50ern wurden die Greifvögel oder besonders die Adler als Nahrungskonkurrenten angesehen. Man hatte sie